Ich werde einen Puff aufmachen. Direkt von deiner Firma. So hat sie reagiert. Da versuche ich endlich ehrlich zu sein. Wenn ich betroffen bin, dann machst du mich schlecht. Ich versuche offen mit dir zu reden und du... Rede ordentlich! Und rede und erklär mir, was passiert ist. Was diese Sucht nach Bettgeschichten bedeutet. Immer nur Betten, Betten, Betten. Wo es auch so viele andere schöne Möbelstücke gibt. Lass mich los! Was? Lass mich los! Ich erschieß mich nicht! Ehrenwort! Ehrenwort! Ich hab's mir anders überlegt. Ich hab beschlossen, du wirst erschossen. Mein Tod, mach keine dummen Witze. Ich mach jetzt ernst. Bist du wahnsinnig geworden? Ja, du hast ihn abgedrückt, ja. Ich bin da getroffen. Ich dachte, wir spielen nur Theater. Hey, du! Umdrehen! Schieß du mal, los! Mann, halt! Keine Bewegung! Ja, und einen schönen Tag hat mein Mann den Spieß einfach umgedreht. Sag mal, was hast du eigentlich unternommen, um zu verhindern, dass unsere Ehe im täglichen Einheitsbrei ertrinkt? Und alles dann außerhalb der Familie Leidenschaft, Erlebnisse, Abenteuer gesucht habe. Da hast du auch nicht den geringsten Versuch gemacht, mich zu verstehen. Na schön. Na schön. Wenn du unbedingt willst, dann erzähle ich uns von diesen sogenannten Erlebnissen. Du bist ja gar nicht, wie er mich da mitgekriegt. Stell dich vor. Ich bin zu Hause, ne? Frisch, duftend, bereit, wie man so sagt. Am frühen Morgen. Und da treffe ich ihn im Bad und er onaniert wie ein in die Jahre gekommener kleiner Junge. Du bist gemein, du blöde Kuss, macht dir Spaß, mich zu verletzen. Na gut. Ich brauche eben ab und zu intime Erlebnisse. Das entspannt, das ist gesund, besonders wenn man deprimiert und verkrampft ist. Es ist wie ein Besuch in der Sauna. Eine Sauna für einen Dienstag für einen. Zwing mich nicht, ordinär zu werden. Oh, was ist denn schon dabei, wenn ich... Schnell, Benno! Wo ich denn stehen geblieben? Also eines schönen Tages hat mein Mann den Spieß einfach umgedreht. Und was dabei herauskam? Dann plötzlich fing er an mit dieser Heuchelei von unseren bürgerlichen Umgangsformen. Mit unseren verlogenen Moralvorstellungen. Genau. Die eheliche Treue ist ein alter Zopf. Ein menschenunwürdiges Postulat. Die Idee von der geschlossenen Zweierbeziehung innerhalb der Familie ist doch in Wahrheit nur erfunden worden, um ihre enormen ökonomischen Vorteile aufrechtzuerhalten, um das Patriarchat zu verteidigen. Du willst nicht begreifen, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn ich verheiratet bin und gleichzeitig eine Beziehung zu einer anderen Frau habe. Wichtig ist nur, dass zwischen uns weiter eine Beziehung besteht, wie zwischen guten alten Freunden, die auf gegenseitiger Achtung beruht. So ist das.